Hallo, Andreas hier von grünundgesund.de. Heute ein weihnachtliches oder winterliches Rezept für einen grünen Smoothie. Alles, was ihr braucht, ist Grünkohl. Ich habe hier einen ganzen Grünkohlstrauß. Dann haben wir hier Birnen, Bananen, Orangen. Ihr könnt auch Zitronen nehmen, Vanillepulver und Ingwer oder Kurkuma habe ich hier ein kleines Stückchen. Ja, das war's schon. Ja, fangen wir direkt an. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Blätter abgeschnitten von einem Grünkohl. Den harten Stiel, den mache ich ab. Den muss man jetzt nicht unbedingt mit da rein tun, den grünen Smoothie. Besonders wenn ihr jetzt keinen Hochleistungsmixer habt, dann würde ich sogar diesen harten inneren Teil noch rausnehmen. Dann wird es einfach ein bisschen angenehmer und der Mixer hat es leichter mit dem Kleinschneiden. So, die Blätter nehmen wir aber noch mit hier. So, das kommt jetzt hier rein. So, dann geht es weiter. Jetzt kommen dabei Bananen, schöne reife Bananen habe ich jetzt hier, 1 und 2, die kommt einfach mit dabei. Dann Birnen, ganz leckere, reife Birnen, die schneide ich kurz an, dann kommen sie besser mit dazu. Vielleicht reicht das sogar schon an Obst. Wenn ihr es ein bisschen süßer haben wollt, gebt ihr eine zweite Birne noch mit dazu. Ich würde sagen, in diesem Fall reicht das jetzt schon. Dann tut ihr vielleicht eine halbe Zitrone mit dabei. Ich hatte jetzt nur noch Orangen, deshalb gebe ich jetzt einfach mal eine halbe Orange mit dabei. So, jetzt die Schale ab. Wenn ihr eine Bio-Zitrone wirklich habt und euch ganz sicher seid, dass sie nicht gespritzt und gar nichts, nicht behandelt ist, dann könnt ihr sogar auch die Schale dran lassen. Ich tue jetzt, glaube ich, doch die ganze Orange rein. Meine Zitrone, wie gesagt, würde eine halbe Zitrone reichen. So, also eine Orange mit dabei. Ja, jetzt geben wir dazu ein kleines Stückchen Ingwer oder Kurkuma, müsst ihr aufpassen, das ist sehr farbintensiv, bitte nicht an die Klamotten drankommen lassen. Damit wird auch das, Curry, genau, das Curry wird damit gefärbt, das ist der Hauptbestandteil davon. So, das gebe ich noch mit da rein. So, und dann natürlich ein bisschen Vanillepulver, ihr könnt ein Stückchen Vanilleschote, hier ist es hier einfach Vanilleschote schon in Pulverform. Da gebe ich jetzt ein bisschen oben was drauf, vielleicht so einen halben Teelöffel voll. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr vielleicht sogar eine ganz kleine Prise Zimt noch mit dazugeben. Das soll es jetzt gewesen sein. Und ja, dann kommt oben drauf jetzt noch ein bisschen Wasser. Das mache ich jetzt ja, knapp Oberkante von dem Grünkohl. Ich mache das nach Gefühl. So, das könnt ihr auch gucken, wie ihr es wollt. Manche mögen es lieber ein bisschen dickflüssiger, manche mögen es richtig schön flüssig. So, das sollte reichen. Und ja, dann starte ich das jetzt gleich und dann bin ich gespannt, wie es schmeckt. So, den habe ich jetzt ungefähr 30 Sekunden hier im Hochleistungsmixer gemixt. Ist jetzt schön cremig geworden, schön grün. Bin ich gespannt auf den winterlich-weihnachtlichen grünen Smoothie. Die Vanille kommt schön raus. Ist jetzt nicht zu süß, also eigentlich so ganz angenehm. Wer jetzt als Einsteiger sagt, der möchte gerne ein bisschen süßer haben, dann würde ich jetzt empfehlen, entweder noch eine zweite Birne dabei zu tun oder vielleicht Datteln oder manche mögen auch so ein bisschen Stevia dazugeben oder Agavendicksaft. Ja, ganz angenehm. Vielleicht so eine Prise Zimt dabei. Wäre vielleicht auch noch eine gute Idee gewesen, um es noch weihnachtlicher zu machen. Oder man hätte wahrscheinlich auch sogar ein bisschen mehr Vanille dazugeben können. Aber da könnt ihr nach Geschmack einfach gucken. Und das Schauen kann man auch nachträglich noch ein bisschen verändern. Werdet kreativ. Nehmt es als Anregung. Es gibt da keine starren Gesetze. Wichtig ist einfach, dass Pflanzengrün drin ist, Obst, nicht zu viele Zutaten. Und ja, spürt die Power, gerade zur Winterzeit ist ja gut, dass man wirklich viel Grün, Pflanzengrün auch zu sich nimmt. Es hält euch fit. Ja, ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Eine kleine Inspiration.
Ich wünsche euch alles Liebe von hier. Macht's gut. Bis bald. Euer Andreas von grünundgesund.de. Ciao.